Und willkommen bei einem neuen oder weiteren Part von The Chosen. Wir sind hier immer noch irgendwo in Äthiopien, in der Wüste. Und mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Hier irgendwo, Moment. So, hier irgendwo, hier unten angefangen. Dann ging es hier. Diese verschiedenen Gebiete, hier ein längerer Schlauch. 192 ungefähr Gegner warten auf uns. Und hier ist unser Ziel. Kann ich es nicht mehr machen. Gut, hier habe ich alles vorbereitet. Alles klar hier, Energiekonzentration, Magieresistenz und Hauch des Glücks. Hauch des Glücks habe ich jetzt inzwischen auf dem fünften Level, defensiv, das muss ich noch weiterentwickeln, das kommt eventuell beim nächsten Level. Hier, hält Stufe 26, ich bin im Moment auf Stufe 25 und das möchte ich auch noch unbedingt weiterentwickeln. Das steht allerdings nicht, wenn ich da hinkomme. Welche Stufe, dass ich erreichen muss, um hier noch meinen weiteren Punkt zu vergeben. Ja, und dann werde ich dann endlich schauen, dass ich den irgendwie in diese Richtung gehen kann. Mit dem Entwickler hier muss ich, glaube ich, Stufe 3 erreichen. Dann kann ich das und dann das hier. Dann kann ich mir endlich eine bessere Rüstung anziehen. Okay. Ich muss hier noch auf diese verschiedenen das sieht hier nicht ganz toll aus. Aber, ja, hier sind unsere Gegner, die nächsten. Okay, alles klar. Dann geht's wieder weiter. Ich schalte das Mikro wieder aus. Das Feuer des Todes weicht, wenn der Pfeil sein Ziel findet. Tja, dummerweise habe ich hier die Falle ausgelöst. Ich
bin hier zu nahe herangetreten. Naja, soll ich schon, werde ich schon irgendwie schaffen. Der Bogen, der hier lag, der ist eigentlich nur was für den Nahkämpfer. Ich selber sollte eigentlich mit dem, mit meinem Schneegeschoss diese Falle hier auch zum Verschwinden bringen. Und zwar sind da hinten verschiedene Pots aufgestellt, die ich dann irgendwie, die ich jetzt irgendwie verdeppen muss, dann verschwindet dieser Falle hier. Ja.
Jetzt habe ich die Qual der Wahl. 7% Wahrscheinlichkeit, wenn ich es erhöhe. Aber hier hätte ich Magieresistenz von 47 auf 56. Das ist mir wichtiger hier im Moment. Ja. Dann brauche ich nicht mehr so viel zu entwickeln, ja. Und was habe ich hier noch? Da brauche ich auch noch 2 und irgendwann werde ich vielleicht noch hier. Aber dann vorher werde ich, glaube ich, zuerst hier machen, ja. Im nächsten Level, Level 27, werde ich ganz bestimmt diesen hier weiterentwickeln zuerst. Ich will etwas mehr Schaden, also etwas mehr Schaden, mehr Möglichkeiten, dass ich mehr Schaden anrichten könnte. Die werde ich auf dem Rückweg besuchen. Da oben ist eine Wecke. Und hier fängt es ganz bestimmt an, Feuer zu spucken. Deshalb mal kurz in diese Richtung. Vielleicht kann ich da ein oder zwei zu mir hinlocken. Okay.
kleines Problem. Ich kann diesen Ring nicht wegnehmen. Hier ist bei mir die Uhr von der Aufzeichnung drauf und das Bild von der Aufzeichnung. Das seht ihr natürlich nicht, aber ich komme hier einfach mit dem Mauszeiger nicht hin. Das werde ich dann das nächste Mal im Offline noch machen, sobald ich wieder das Spiel beendet habe. Also die Welt geht nicht um deswegen. Okay, dann gehen wir wieder zurück.
So, jetzt sind wir endlich in diesem kleinen Gebiet, in dem diese Gestalten hier, man sieht sie ganz leicht oben hier, die Stretches, oder wie man es ausspricht, die verschwinden plötzlich. Dann kommen sie wieder zurück. Hier sieht man einen auch. Zack, und schon ist er wieder weg und da kommt er wieder. Also die befinden sich nur in diesem kleinen, winzig kleinen Gebiet. Ich weiß nicht, wie viele das sind. 3 oder 4. Oder auch vielleicht nur 2, ich weiß es nicht mehr. So, hier habe ich alles. Dann weiter, ja. Ich hab's wieder. Ich muss einfach draufhalten, auch wenn sie verschwunden sind. Man sieht's dann, dann plötzlich lassen sie ihre Dinge fallen und sind weg. Auch hier, wenn er verschwindet, keine Probleme. Genau. Es gibt mindestens hier diese 2 noch, ja. Ich glaube, sie sind weg. Hat sich nichts mehr geändert, 32. Also ich hoffe es zumindest, dass sie jetzt wirklich weg sind. Ja, und jetzt noch kommt noch der kleine Schlusspart. Der ist nicht weiter schwer. Hat hier irgendwo, glaube ich, noch eine Barriere oder irgendwie feuerspuckendes Zeugs rum. Weiß nicht mehr genau was, aber es ist kein Bossmonster hier. Hier rechts noch 28, ja, das ist noch zu schaffen in dieser Stunde. Thank you.
Eine Stadt, die einst voller Leben war, wartet auf dich. Zurückgeblieben sind Mauern, Sand und der Tod. So, das erste Gebiet in Äthiopien ist jetzt erledigt. Ich habe alle Feinde erledigt und jetzt geht es in die Wüstenstadt. Das werde ich dann allerdings in der nächsten Aufzeichnung hier ja. Also die Wüstenstadt findet dann in der nächsten Aufzeichnung statt und ich glaube, das gibt sicher mehr als einen Part. Ich glaube, das ist ein recht großes Gebiet. Okay, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.